Herzlich willkommen zurück. Das war ja eine sehr schnelle Nummer gestern. Darum können wir heute direkt den nächsten Park starten. Schauen wir mal. Mindestens 1500 Parkbesucher bis Oktober, ja 1500. Verkehrswert. Ein Verkehrswert von zu erreichen bis Oktober, ja 4. Uiuiui. Mindestens 800 darf niemals unter. Okay. Mindestens 1000 Parkbesucher bis Oktober, ja 3. Und eine Parkbewertung von mindestens. Nö. Mindestens 700? Nö. Mindestens 1100 Parkbesucher bis Oktober, eine Parkbewertung von mindestens 600 zu haben? Nö. Mindestens. Was? So, schauen wir mal hier. Ein Verkehrswert von mindestens zu haben. Okay, das würde vielleicht gehen. Mindestens 1500 Parkbesucher zu erreichen darf. Moment mal. Wo waren das hier mit 1500? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Niemals unter 700 fallen. Das könnte man. Einen Verkehrswert von. Oh, den könnte man auch machen. Parkbesucher. Sie haben eine Aufgabe und einen. Jurassic. Okay, den schauen wir uns mal. Naja. Machen wir kurz Pause. Mindestens 2700 Parkbesucher bis Oktober, Jahr 4 und eine Parkwertung von mindestens 600. Das riecht doch wieder nach kostenlos. Ja. Das riecht doch wieder nach wir können vorspulen. Was? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Okay, da muss man natürlich hin und her switchen dann, ne? Aber egal, den machen wir. Ich glaube, der sagt zu. Das machen wir. Das sagt zu. Noch keiner da. Ist auch noch alles geschlossen. Was ist denn das für eine Sauerei hier? Wir machen das mal folgendermaßen. Wir gehen der Reihe nach durch. Der befindet sich hier hinten. Alle natürlich kostenlos. Hier, den machen wir auf. Und wir machen hier 1 Euro. Der ist offen. Wir können ja schon mal starten auf jeden Fall. So, hier machen wir auch 1 Euro. Den machen wir auch auf. Und auch hier 1 Euro. Achso, jetzt haben wir gleich geguckt, wo der andere war. Okay, der ist da. Das ist ja echt cool gemacht hier. So, die beiden haben wir. Jetzt diese Schienenbahnen. Wo führt denn der überhaupt hin? So, aber nur so. Okay. Machen wir auf. Den würde ich sagen, machen wir auf. Auch auf 1 Euro. Achso, hat er den jetzt auch aufgemacht? Ja. Und hier auch, anstatt man da nicht auch anklicken kann, dass die gleich waren. Naja. So, jetzt kommt er hier. Wo ist er? Wo geht er denn überhaupt hin? Was ist seine Aufgabe? Das ist eine Achterbahn unter der Erde. Ah, hier hinten guckt es raus. Auch geil hier, ne? Die Landschaft so. Okay. Die machen wir auf. Und die machen wir auf jeden Fall auf 2,40 Euro erstmal. So, Sessellift, Sessellift. Auch auf 1 Euro kann man ja den. Der Park ist, glaube ich, noch zu, ne? Hm, war klar. Kann man ja dann auch immer noch mal anpassen, dann, wenn es zu günstig oder zu teuer sein sollte. Oh, viele Sessellifts hier, du. Klar, die Leute sind halt natürlich viele Leute, die rüber müssen, ne? So. Sessellift 4 hat noch geschlossen. Den haben wir vergessen zu öffnen. So, und das ist Autoscooter. Der ist einmal hier ganz vorne. Da machen wir 1,60 Euro und auf. 3 Besucher haben wir schon. Yeah. Gibt es hier 2 Eingänge? Jawohl. Das ist auch ganz geil. Haben wir schon Geld ausgegeben? Ah ja, klar, für die Dings halt, ne? Ui, hier brauchen wir bestimmt viele Dings. Hier müssen wir aufpassen, dass wir die auch richtig verteilen, ne? Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was wollte ich machen? Hier. Essen geschlossen. Natürlich auch auf.
Ach so, Souvenir und nochmal Souvenir. Sind beide. Und ich schätze mal, dass die auch gleich groß sind, die Parks, ne? Mehr oder weniger. Wir werden auf jeden Fall hier mal zwei Mechaniker. Wo ist er? Er ist dort und er ist dort. Okay. Dann stellen wir hier nochmal zwei ein. So. Das ist aber was anderes jetzt hier mit diesen hin und her, ne? Und hier stellen wir auch mal zwei ein. So, davon erstmal drei für hier. Finde ich gut, dass Rasenmähen automatisch aus ist. Drei haben wir dort. Und dann machen wir auch hier erstmal drei. Eins, zwei, drei. Oder gibt es da irgendwie einen Weg? Nee, ne? Ich bestimmt nicht, oder? Ich gucke mal kurz. Hier ist alles zu. Also es gibt keinen Weg dort rüber, kein Tunnel. Nichts, wie es aussieht. Gut. Okay. Wir bauen hier jetzt erstmal Szenen machen wir weg. Wasserbahn gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Lassen wir erstmal bei normale Finanzierung. Ne? Kann man hier noch was aufnehmen? Wir nehmen mal 12.000 erstmal auf. Dass wir nochmal zwei schöne Bahnen bauen können. So. Die sieht cool aus. So, schauen wir mal, wo wir die unterkriegen könnten. Ah, das gehört alles zu unserem Park. Wir könnten theoretisch auch hier. Weiß ich nicht. Ja, also platzmäßig, wir müssen gucken, ne? Wir können nicht alles bauen. Platztechnisch ist das hier nicht so der Knaller auf jeden Fall. Die würden wir bestimmt irgendwo unterkriegen, natürlich. Die drehen wir mal ganz kurz. Die passt doch da perfekt hin. Ob die Farbe jetzt passt, sei mal dahingestellt. 260. Und dann gucken wir nochmal rein hier. Die sieht doch auch nicht schlecht aus. Jetzt habe ich gar nicht auf den Preis geachtet. Und dann bauen wir hier auch noch einen hin. Wo ist denn da der Eingang? Dort. Da unten. So. Das sieht auch ganz geil aus. Dann kann man da drunter durchgehen. Das ist auch immer ganz schick. 260 hatten wir, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob die hier auch 260 war. Nee, aber jetzt. Oh, jetzt. Boah. Klar, von ganz vorne, wenn noch gar keiner im Park ist, ist das schon immer so eine ganz schöne Aufgabe, ne? Hier, den nehmen wir auf jeden Fall. Enttäuschendster Park. Ja, wir haben doch gerade erst angefangen. Was ist los? Beruhigt euch mal. Bitte. So, hier setzen wir. Nee, das wäre schlecht. Da setzen wir ein Schild hin. So, gab es denn hier auch noch irgendwie Toiletten? Nö, aber Info. Die sind auch noch geschlossen. Und die Info ist auch noch geschlossen. So, jetzt würde ich sagen, bauen wir erstmal vier Toiletten auf jeder Seite zwei.
die würde ganz gut hierhin passen, die eine zumindest schon mal. Haben wir auch so eine Holzhütte hier, ne? Dort passt die ganz gut hin. Machen wir 40 diesmal. Und dann hier oben noch eine. Da sehe ich gerade, da ist ein Ausgang. Den sperren wir da auch mal ab. Weil der Park ist ja dann doch schon recht groß. Ne? Dann müssen die Leute ja auch nicht unnötig noch irgendwo anders hinlatschen. So, und dann machen wir da auch noch zwei Toiletten hin. Und dann gucken wir mal, dass wir... Kriegen wir irgendwo überhaupt schon Geld? Haben wir irgendwo schon hier Fahrkarten verkauft? Bahnticket 2 Euro und 3,60 Euro. Ja, hallo. Zwei Toiletten. Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal so jeweils auf einer Seite kleinere Sachen bauen können, ne? Mit Dekorieren hier ist, glaube ich, schlecht. Finanziell wird das schwierig, glaube ich. Es wird dauern, bis wir auf schönes Geld kommen. Auf jeden Fall. Zimmern wir die da hin. So. Sessellift ist schon ausgefallen. Das ist hervorragend. Hier ist so schön für kleinere Sachen, ne? Hier so lang. Hier könnte man noch eine Achterbahn hinbauen. Hier könnte noch eine Achterbahn hin. Hier was Kleineres vielleicht. Hier kleinere Sachen. Hier und dort. Hier wieder eine Achterbahn. Hier vielleicht eine Achterbahn. Hier auch kleinere Sachen. Hier noch eine Achterbahn und hier auch nochmal kleinere Sachen. Also ein bisschen Platz haben wir. Ja, man muss schauen. Was haben wir denn hier? Eins. Hier ist auf jeden Fall... Das ist okay. Vielleicht bauen wir denn das nicht. Das auch gerade nicht so. Vielleicht bauen wir hier so eine Topspin mal hin. Hier wäre doch so eine Topspin gar nicht schlecht. Wäre natürlich schöner, wenn man so ein bisschen dekorieren könnte, ne? Aber finanziell ist das halt einfach nicht drin, noch nicht. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir rot? Oh. Verdammt. Wir müssen noch mal ein bisschen Geld aufnehmen. Wir nehmen uns alles auf, was da ist noch. Wir müssen es halt, ne? Wir müssen halt einen Kredit aufnehmen. Dafür gibt es das ja halt auch. Das ist doof. So. Hier muss auf jeden Fall das hin. Und ich werde mal, auch wenn es jetzt wieder sehr viel Geld kostet, aber es muss gemacht werden. Und volle Laufzeit auch. Dass wir hier Leute reinkriegen. Dass die, dass sich hier mal langsam Schlangen bilden. So, da haben wir einen Topspin, da steht schon einer an, das ist hervorragend. Ich würde sagen, wir hauen uns hier hinten auch nochmal was Kleines hin. Was haben wir denn da noch? Den würde ich ganz gerne drüben hinbauen, den auch. Wir machen hier sowas hin. Eingang, Ausgang. Öffnen, 2 Euro. Passt. Orange ist auch eine schöne Farbe. Machen wir... komm, nee, wir machen überall diese gelben, ne? Aber was sind denn das für gelbe? Die etwas engeren hier, ne? Was ist da jetzt der Unterschied bei den letzten beiden gewesen? So. Und auch... wenn es egal ist, aber wir machen es hier auch. Corona oder was? So, wie sieht es hier drüben aus? Jetzt bauen wir hier drüben noch zwei kleinere Geschäfte hin. Auf jeden Fall hier, das passt sicher sehr gut. Oh nee, hier könnten wir vielleicht wieder... Ah nee, das... Ah nee, schon wieder nicht.
Warum will der denn da immer nicht rübergehen? Irgendwie hakt der darüber. Machen wir den hier hin, den dahin und den dahin. Ach so, wir müssen mal gleich gucken. Machen wir gleich. Bezüglich Eingänge, dass wir hier auch so welche machen. Hier kann auf jeden Fall auch wieder ein Schild, den hier vorne. So, Eingänge. Was nehmen wir denn da? Weltraum? Nee. Ja, nee. Nö. Klassisch römisch, Dschungeleingang, das Blockhütteneingang, Holzeingang. Wir nehmen Blockhütteneingang. Machen wir Blockhütte. Hier hat er auch. Hier ist ja überall Blockhütte. Von daher. Hat der hier? Der hat keinen Blockhütteneingang, aber den können wir auch so lassen. Das ist nicht so wild. Der braucht noch einen Blockhütteneingang. Und ich glaube, der hier oben auch noch, ne? Blockhütteneingang. In 4 Jahren müssen wir das schaffen. Uiuiui, das wird schwierig. Ich nehme es mir jetzt so vor. Ich nehme jetzt auf jeden Fall auf, bis wir 1000 Besucher haben. Und ich würde sagen, wenn wir irgendwann 3000 Besucher haben, dann können wir auch gerne vorspringen. Das wird aber eine Weile dauern, ne? Also wenn ihr darauf keinen Bock habt, könnt ihr gerne vorspulen. Aber ganz ehrlich, wenn er da vorspult, dann braucht er auch gar kein Let's Play gucken. Jetzt haben wir da unten einen. Ich würde sagen, machen wir hier oben jetzt nochmal was hin. Da würde ich gerne was Ruhigeres nehmen. Für die Kiddies. Ist eigentlich egal wie rum, oder? Machen wir so rum hier. Machen wir weiter hier oben hin. So. Eingang, Ausgang, auf. 1 Euro ist okay. Blockhütte. Und einmal Wege. So, 111. Das gibt Schnaps. Man sieht es noch nicht, ne? Weil der Park wirklich groß ist. Man sieht es einfach noch nicht, dass hier so viel los ist. Weil es halt auch verteilt, guckt mal hier hinten ist nichts los. Ich sehe hier gar keinen. Also wir müssen theoretisch wirklich sehr oft den Park bewerben. Aber die Leute müssen halt auch kommen und in die ganzen Bahnen reingehen, ne? Wir können ja schon mal gucken. Ah, Essen, ne? Gut, Essen brauchen wir noch nicht. Müssen wir auch bald machen, ne? Und dann überlegt mal, wir müssen hier vorne Essen hinmachen. Also hier so. Essen und Trinken. Hier Essen und Trinken. Da und da. Also sind denn ja schon mal 8 Geschäfte weg. Das kostet auch wieder ein schön Geld. Wir schauen mal, was wir jetzt gerade hier so an Einnahmen haben schon. Viel wird es noch nicht sein. Bahntickets 2 Euro, 80 Euro. Das sieht doch schon mal schön aus. Und jetzt sind wir bei 60 Euro und der halbe Monat ist noch nicht mehr rum. Jetzt geht's also schon mal los. Darlehenszinsen 175, ja, könnte weniger sein. Forschung lassen wir, wie gesagt, erstmal auf normal. Personallöhne hauen natürlich auch schon rein, ne? Jetzt schon. Aber brauchen wir. Ich würde sagen, wir warten. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, bis wir wir warten jetzt ruhig ein bisschen mehr. Essen können wir wirklich erst bauen, wenn sie sich beschweren, ne? Ganz ehrlich. Oder kurz vorher. Ich würde sagen, wenn wir so 300 Besucher haben. 300 Besucher schätze ich mal so. Dann können wir was bauen. Was zu essen. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis wir 4000 haben. Euro. Und dann bauen wir wieder was Schönes. Erstmal noch 2 kleine Sachen. Hier was und da drüben was Kleines. Und dann sparen wir mal auf etwas Größeres vielleicht. So,
Ja, schlangenmäßig ist hier noch nicht so wirklich viel los, ne? Hier auch nicht, oder? Zwei Personen stehen an. Sagt denn irgendwer was, dass das Geld wert? Jawohl. Ist das Geld wirklich wert? Also können wir hier auch auf 4 gehen. Das werden wir wohl auch hier machen können.